Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Parlamente sind in einer Demokratie die Entscheidungsmitte. Nur genau diese Entscheidungsmitte verlieren sie immer mehr. Wir erleben insgesamt auch schon vor Corona, dass die meisten Gesetze, vor allen Dingen die dann beschlossen werden, von der Regierung geschrieben werden, meistens oder häufig ausgehandelt mit Lobbyisten, immer weniger mit den Parlamenten und noch weniger mit der Bevölkerung. Und jetzt fangen wir an, in Krisenzeiten diese Entscheidungsmitte noch weiter an den Rand zu drücken und Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, einschneidende Entscheidungen, vor allen Dingen auf Ministerpräsidenten und die Kanzlerin zu verlagern. Genau diesen Weg dürfen wir nicht gehen, sondern die Entscheidungsmitte muss gewahrt bleiben, gerade in Krisenzeiten, vor allen Dingen in Krisenzeiten, wo wir ja Entscheidungen treffen können. Wir sitzen ja hier auch heute zusammen. Der zweite Punkt. Wenn wir eben die Spaltung nicht haben wollen, wenn wir eben nicht denen einen Bärendienst erweisen wollen, die sozusagen insgesamt gar nicht daran glauben, dass wir ein Virus haben, und wenn wir erst recht diesen Virus richtig ernst nehmen, dann sollten wir die Bevölkerung stärker mit einbeziehen. Denn genau dieses Virus und die Auswirkungen, die werden wir auch im nächsten Jahr noch erleben. Und es wird einiges noch uns zukommen. Alleine zum Beispiel die Nachrichten in Dänemark machen mich sehr sorgenvoll, was dort mit dem mutierten Virus passiert. Wir brauchen eine Bürgerinnenversammlung, die einberufen wird, wo die Bürgerinnen zusammenkommen und mit darüber beraten, wie mit den Auswirkungen und mit dieser Pandemie umgegangen werden. Genau dafür sollten wir uns einsetzen. Und wir brauchen drittens eine Diskussion, und deswegen brauchen wir die Parlamente und eben auch die Menschen vor Ort und insgesamt die Bürgerinnen und Bürger, um endlich eine Diskussion zu führen, wer die Lasten denn zu tragen hat. Weil im Augenblick sind die Lasten sehr ungleich verteilt. Es ist ja schön, werden wir später noch darüber reden, dass die Gastronomen jetzt eine Unterstützung bekommen. Aber Herr Nüsslein, was ich nicht verstanden habe, vielleicht sind Sie ja genauso weit entfernt von den Menschen vor Ort. Die Gastronomie war nicht leer, bevor sozusagen der Lockdown kam. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Bei uns war das nicht so. Die Gastronomen werden entlastet, das ist gut. Aber viele andere, Kreativwirtschaft, Selbstständige und so weiter, die kämpfen um ihre Existenz. Und für die ist dieser zweite Lockdown existenzgefährdend. Und viele andere Menschen sind auch am Limit in diesem Land. Die Lasten sind sehr ungleich verteilt. Vor allen Dingen, weil andere Profit daraus schlagen in diesem Land. Deswegen müssen wir doch mal sehen, wer diese Lasten zu tragen hat. Es kann nicht sein, dass wir am Ende, wie jetzt bei den Haushaltsberatungen, Haushaltsposten kürzen und die Menschen irgendwann den Gürtel noch enger schnallen müssen. Das funktioniert eben nicht. Auf der anderen Seite haben wir in diesem Land die drittmeisten Milliardäre überhaupt auf dieser Welt. Und es gibt genug Statistiken, die zeigen, dass diese Milliardäre in diesem Jahr auch noch weitere Profite gemacht haben, weitere Milliarden geschaffelt haben. Wann beteiligen wir endlich die Gesamtbevölkerung an den Lasten und nicht nur einen Teil? Dazu müssen wir kommen. Und dazu brauchen wir Parlamente und dazu brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank.